Giant Slam. Hier ist Moritz Bross. Fühlst du dich ready, die zweite Hälfte zu beginnen? Ich fühle mich ready, die zweite Hälfte zu beginnen. Legen wir los. Alles klar. Wir sagen Science, ihr sagt Slam. Science! Ich weiß schon, was ihr euch jetzt denkt. Geiles Outfit, ne? Da passt ja wirklich alles. Und das Beste, alles zum Schnäppchenpreis geschossen. Ich war nämlich letzte Woche einkaufen in Mannheim in einem Fast Fashion Store. Und was schätzt ihr? Das ganze Outfit, was ich heute anhabe, was kostet's? Tutti completo. 20,75 Euro. Das gesamte Outfit. Hier zum Beleg die Preisschilder. 20,75 Euro. Das gesamte Outfit. Inklusive Socken, Unterwäsche und sogar der Hut war dabei. Ne? Ich meine, bei den Preisen, da kann man ja gar nicht anders als da kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt ist die Qualität aber leider häufig ein bisschen dürftig und deswegen schmeißen wir es nach kurzer Zeit leider auch schnell weg, weg, weg. Und vielleicht tut ihr das sogar mit einem guten Gewissen, weil ihr denkt, ja, dieser Altkleidersammelcontainer um die Ecke, da wird es ja recycelt, oder? Naja, tatsächlich ist es so, dass einiges von dem Zeug hier landet, im Ausland. Das ist die Atacama-Wüste in Chile und da werden dann aus allen Herren Ländern die Müllberge, die Reste hin exportiert und zu solchen großen Bergen aufgestaut. Und wenn die Berge irgendwann groß genug sind, dann passiert Folgendes. Irgendjemand zündet sie an, CO2 wird freigesetzt und das befeuert weiter den Klimawandel. Kurzum, diese ganze Textilbranche hat ein riesen Müllproblem. Was können wir da jetzt also machen? Weil gar keine Kleidung tragen ist ja offensichtlich auch keine Lösung. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr schon mal in der Sauna wart und da einen Arbeitskollegen getroffen habt. Einen sehr gut aussehenden Arbeitskollegen, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, komplett textilfrei, das kann es nicht sein. Aber ich habe eine Alternative für euch im Petto. Ich habe eine Lösung mit dem Gepäck und die ist erstaunlich kreativ. Die ist sogar so kreativ, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, mir jetzt glatt die Socken ausgezogen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal hier und ziehe mir mal den Socken aus. Den brauche ich nämlich gleich noch für meine Bühnenperformance. So, also der Socken ist da. So, was haben wir hier? Oh, puh, das stinkt aber ganz schön. Oh, puh, hier, halt mal. Das war natürlich nur die gut gewaschene Stage-Requisite. Die echte Socke ist hier, die brauchen wir gleich noch. Und ich werde euch gleich in diesem Laufe dieses Vortrags zeigen, wie man aus dieser alten Socke tatsächlich die Lösung für unser Müllproblem steckt. Und um das zu verstehen, müssen wir einmal ganz zum Ursprung dieser Socke zurück. Und das ist diese relativ unscheinbare Baumwollpflanze. Und da steckt einiges an Potenzial drin und das erkennen wir, wenn wir mal näher an die Pflanze ranzoomen, woraus sie zusammengebaut ist. Da seht ihr nämlich, dass die Baumwolle aus kleinen Fasern, sogenannten Mikrofibrillen, aufgebaut sind. Und die wiederum bestehen aus Zellstoff, sogenannter Zellulose. Und Zellulose ist ein Polysaccharid. Ihr erinnert euch, Poly, lange Kette, in diesem Fall lange Zuckerkette. Und die Einzelmoleküle in dem Fall heißen Glucose. Also genau das, was ihr auch im Supermarkt kaufen könnt, wenn ihr für erstaunlich viel Geld, wenn ihr Bock habt, einfach puren Zucker zu fressen, dann ist das eure erste Wahl. Die Take-Home-Message in dem Slide ist aber eigentlich folgendes. Unsere Baumwolle ganz am Anfang besteht tatsächlich umgerechnet zu über 90% aus eben genau diesen Glukosemolekülen. Ganz schön beeindruckend, oder? Und der Grund, warum ich jetzt so daran fasziniert bin, ist aber ein anderer. Denn ihr wisst ja, ich bin Biotechnologe. Und für uns in der Biotechnologie hat die Glucose eine ganz besondere Bedeutung, denn wir nutzen sie als zentralen Rohstoff, um damit unsere Mikroorganismen, wie beispielsweise hier dieses Bakterium, zu füttern. Und dann passiert das, was wir auch intern die Magie der Biotechnologie nennen. Dann fangen diese kleinen Organismen an zu arbeiten und stellen eine riesige Palette von verschiedenen Molekülen her, die wir in ganz verschiedenen Produkten einsetzen können. Beispielsweise im Bereich des Pflanzenschutzes, im Bereich der Waschmittel, Aromastoffe, Geruchsstoffe und auch Vitamine. All das und noch viel mehr, ist nur eine kleine Auswahl, stellen wir schon heutzutage in der BASF biotechnologisch her. Um es vielleicht mal an einem Beispiel konkret zu machen, hier unten diese Aromastoffe, dahinter verbergen sich solche fancy Moleküle, wie beispielsweise Farnesen und Valencen. Und die haben dann diesen charakteristischen Geruch, zum Beispiel nach Orangenschale oder nach Grapefruit. Das heißt, wenn ihr bei euch zu Hause so eine Limo zusammenmixt und ihr nehmt einen von diesen Aromastoffen, gebt den da rein, dann ist es das der entscheidende Inhaltsstoff, der den Unterschied macht zwischen einer billigen Fanta und einem lecker frisch gepressten Orangensaft.
Daran sind wir also interessiert. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf unser Schema von gerade zurückkommen, dann setzen wir am Anfang unsere Gleichung einfach unsere Baumwollsocke ein und am Ende soll dann da mit Hilfe der Biotechnologie dieses Aromastoff rauskommen. So, es gibt allerdings noch eine Herausforderung und zwar, vielleicht erinnert ihr daran, die Glucose steckt ja noch in diesem Zellulose-Gerüst fest. Das heißt, wie kriegen wir die da eigentlich raus? Die ist ja noch gefangen gewissermaßen. Um das zu verstehen, schauen wir uns nochmal ganz genau den Aufbau der Zellulose an. Der sieht dann so aus. Und zwar sind das zwei verschiedene Bereiche. Das ist zum einen dieser relativ harte, kristalline Bereich und zum anderen dieser wobbelige, weiche, amorphe Bereich. Und die Technologie, die wir jetzt bei uns im Labor einsetzen, ist folgende. Wir nutzen spezielle Enzyme, sogenannte Zellulasen. Und ganz ähnlich wie so ein Pac-Man sind die jetzt in der Lage, diese Zellulose abzubauen und dabei dementsprechend die Glucose freizusetzen. Vielleicht ist euch aber schon aufgefallen, dass diese Zellulase bevorzugt nur die amorphen Bereiche wegsnackt. Kann sie auch die kristallinen Part essen? Das geht scheinbar nicht. Und das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen, wie wenn ihr an einem Sonntagnachmittag eingeladen seid bei eurer Oma. Es gibt Torte, Schwarzwälder Kirschtorte. Ihr freut euch riesig, eure Lieblingstorte. Nehmt euch ein Stück mit Fettsahne oben drauf, führt es zum Mund und dann BÄM! Kirschkern. Okay, scheinbar einige Leidensgenossen unter euch. Das ist ungefähr die Analogie zu diesem kristallinen Part, also hart und schwer zu knacken. Und leider kommen die sogar relativ häufig vor, sodass man eigentlich eher von einer Schwarzwälder Kirschkerntorte sprechen müsste. Findet unser Enzym dementsprechend auch nicht so richtig witzig. Und deswegen ist die Forschungsfrage, die sich daraus ergibt, wie können wir diesem kleinen Kerlchen helfen und wie können wir die Zellulose leichter verdaubar machen? Und die Antwort auf diese Frage lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen, und zwar Mechanoenzymologie. Aha, ja, ich sehe exakt null Nicken und kein Verständnis im Publikum. Dabei ist der Begriff eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist nämlich ein Kofferwort aus zwei Einzelbegriffen. Enzymologie, das kennt ihr schon, mit Enzymen arbeiten, wie unserer Zellulase. Und Mechano bedeutet einfach nur eine mechanische Vorbereitung, also matschen, mahlen, pürieren, mit Kraft kleinkriegen. Und jetzt könnt ihr euch aber wahrscheinlich auch vorstellen, wenn ich jetzt hier hingehe und diese Socke in diesen Mixer tue und dann auf Vollgas stelle, dann ist relativ schnell der Mixer blockiert, aber die Socke ist eigentlich immer noch intakt. Das heißt, wir brauchen schon ein bisschen smartere Ansätze, um das klein zu kriegen. Und das ist genau das, was wir bei uns in unserem Team bearbeiten. Das Team sind unter anderem diese drei Leute hier. Ganz links seht ihr den Oliver, so ein bisschen das Mastermind, hat sich alles ausgedacht. Und in der Mitte seht ihr die Miriam, das ist unsere Doktorandin, das ist die, die die ganze Arbeit macht. Also wirklich, wenn sie zum Beispiel mal wieder einen Sack mit Alltextil durchs Gewerksgelände trägt. Aber sie ist auch eine ganz smarte Wissenschaftlerin. Was wir uns jetzt aber bei dem Projekt einsetzen ist oder zunutze machen, ist die Tatsache, dass der Oliver ein relativ spezieller Typ ist. Also andere Männer in seinem Alter, die fangen vielleicht an, sowas wie Sportwägen zu sammeln oder so. Nicht der Oliver. Ne? Der ist Wissenschaftler aus Leidenschaft und der hat stattdessen einen ganzen Fuhrpark von verschiedenen Mühlentypen sich angesammelt in seinem Labor. Und dabei finden sich so Schätzchen wie beispielsweise hier die sogenannte Schneidmühle, die mit scharfen rotierenden Messern die Textilien zerschneidet. Oder auch die sogenannte Nassrotormühle, da wird dann mit Feuchtigkeit das Mahlgut zerrieben. Und das sind nur zwei von noch viel mehr Mühlentypen, die wir einsetzen und die dann mit verschiedenen Parametern ausprobieren. Beispielsweise Beladungsmenge, wie viel Textil gibt man rein, Verweildauer, wie lange bleibt das Zeug drin oder auch die Temperatur. Das heißt, wir haben letztlich 1001 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, um da dann die möglichst effiziente Kombination rauszufinden. Und ich habe euch mal ein paar Ergebnisse mitgebracht, wie das dann aussieht. Am Anfang hatten wir hier diesen relativ groben Textilabfall, haben den dann immer weiter zerkleinert, dann sind wir schon auf Faserlevel, das passt ganz gut. Und am Ende hat man noch eine Spezialmühle im Modell, im Petto. Das ist ein Modell, das nennt sich Magic Lab, so ein bisschen der Thermomix unter den Mühlen. Und als wir dann da unsere Textilien reingegeben haben, dann sah das Ergebnis folgendermaßen aus. Ein bisschen widerlich. Erinnert vielleicht so ein bisschen an die Innereien der Dubai-Schokolade und schmeckt wahrscheinlich auch so. Wenn wir das jetzt aber noch weiter aufreinigen und trocknen, dann kommt tatsächlich so ein relativ feines, weißes Pulver raus. Und ich habe das mal mitgebracht. Hier sieht das aus, das ist relativ fein. Ein Arbeitskollege von mir meinte mal, das sieht ungefähr aus wie das, was er bei sich immer aus dem Bauchnabel zieht. Und deswegen ein kleiner Exkurs zum Thema Bauchnabelfussel. Denn auch da wird tatsächlich Wissenschaft gemacht. Und zwar ist es so,
Bauchnabelfussel, hier wurde vor kurzem der alternative Nobelpreis verliehen an Karl Kruzelicki. Eine seiner zentralen Erkenntnisse, Bauchnabelfussel wandern eher von unten nach oben als andersrum. Also der Mann hat wirklich sein Leben für die Wissenschaft gegeben. Oder der hier auch sehr schön, steht im Guinness-Buch der Weltrekorde, weil er mehr als 26 Jahre jeden Tag seine Bauchnabelfussel gesammelt hat. Ne? Jeder kann irgendwas. Aber zurück zu unserer Forschung. Also ich habe nochmal meine Socke mitgebracht. Die legen wir jetzt unter das Elektronenmikroskop. Dann sieht das ungefähr so aus. Ihr seht hier die einzelnen Fasern. Sehr schönes Bild, das Miriam aufgenommen hat. Und das ist vor der ganzen mechanischen Behandlung. Nach der Behandlung sehen wir schon, dass es deutlich aufgerauter, aufgefaserter ist und damit die Enzyme besser ansetzen können. Das Ganze konnten wir auch gut quantifizieren. Hier seht ihr auf dem Graphen mal auf der X-Achse Energieeintrag, also wie hart haben wir die Mühle rödeln lassen, und auf der Y-Achse Glukoseausbeute, wie viel Glukose kam raus. Und ich glaube, man sieht schon ganz gut, nach den ersten Schneidmühlenversuchen, das hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Wenn wir das aber mit anderen Mühlentypen kombiniert haben, dann sieht man tatsächlich eine deutliche Steigerung, und in unserem finalen optimierten Prozess konnten wir tatsächlich über 90% der Glukose aus diesen alten Textilien rausholen. Das hat also ganz gut geklappt. So, genau, und damit sind wir auch schon am Ziel. Wir konnten also tatsächlich aus dieser alten Baumwollsocke mit unseren mechanischen Vorbehandlungen die Zellulose kleinschreddern, Glukose freisetzen. Unsere Bakterien hatten leichtes Spiel und stellen uns diese fancy Aromastoffe her. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Abend schon diesen Special BASF Science Slam Cocktail probiert hatte. Wer weiß, vielleicht findet sich ja da ein bisschen was von meiner Socke drin, mit feinem Käsenote im Abgang. Aber das ist natürlich nur Spaß. Worum es bei uns und dieser Technologie eigentlich geht, ist natürlich Folgendes. Was wir mit dieser Technologie geschaffen haben, ist wirklich eine neue Möglichkeit, diesen Textilien ein neues Leben einzuhauchen. Und damit wirklich, wie von Martin auch dargestellt, eine Ressource der Zukunft zu erschließen, damit wir so die Biotechnologie noch kostengünstiger und noch nachhaltiger gestalten können. Und während wir hier noch weiter optimieren, vielleicht einfach ein bisschen weniger Fast Fashion konsumieren. Das wäre nett. Dankeschön. Applaus für Moritz!